Hey Leo, sorry, dass ich länger gebraucht habe, aber ich hatte eine volle Woche. Naja, ich habe auf jeden Fall trotzdem die Zeit gehabt, viel zu schauen und ja, ich habe mir gedacht, das wird jetzt noch einmal in zwei Teile geteilt. Das Game of Thrones Video mache ich gleich und viel zu besprechen wahrscheinlich, aber mal schauen. Aber jetzt das andere. Habe ich mir gedacht, ich gebe ein paar Empfehlungen für Filme, die man schauen sollte. Nicht unbedingt jetzt gerade im Kino, obwohl da eine Menge Filme sind, die man schauen sollte, und das hat auch was damit zu tun. Aber Filme, die ich im Moment, die mir im Moment im Kopf sind und die einfach richtig gut sind. Genau, und das erste ist erstmal, John Wick 3 ist ja jetzt im Kino und hab auch davor extra nochmal John Wick 2 geguckt, aber ich würde jedem empfehlen, anstelle davon oder zusätzlich dazu, ein paar andere Filme zu gucken, weil dieser Film ist tatsächlich sowas von ein Liebesbrief an Actionfilme, dass die Referenzen dann doch teilweise wirklich sehr obskur sind. Also in den ersten und zweiten John Wick-Filmen war das ja alles noch so, ah ja, hier, Keanu Reeves und Lawrence Fishburne, Matrix und so, yeah, cool. Aber jetzt ist das wirklich so extrem. So, du musst wirklich deine Hausaufgaben gemacht haben, um so den vollen Genuss daraus zu kriegen. Das ist dann natürlich erstmal The Raid. Zwei von den Schauspielern aus The Raid oder beziehungsweise The Raid 2 sind in diesem Film, kriegen auch eine richtige Raid-Style-Action-Szene. Komplett mit, dass die sich, glaube ich, für manche Leute zu lang anfühlt, aber das ist eben der Stil, ne? Es geht darum, es geht hauptsächlich darum, diese unglaublichen Athleten zu zeigen und zu zeigen, was die für krasse Skills haben. Und deswegen würde ich sagen, jeder, der überhaupt Actionfilme mag, sollte The Raid und The Raid 2 gucken. obwohl The Raid 2, kann ich jetzt auch nochmal sagen, sehr brutal ist. Also wirklich so, ich bin ja nicht so empfindlich, was sowas angeht. Aber The Raid 2 ist, glaube ich, also das war echt so bis hierher und nicht viel weiter. Aber lohnt sich für die ganze Action. Es ist so ein krasser Actionfilm und der erste halt auch. Dann kann man auf Amazon Prime The Villainess gucken, ein koreanischer Action-Thriller. Der hat eine Sequenz, eine Motorradverfolgungsjagd, die eine ähnliche Motorradverfolgungsjagd in John Wick inspiriert. Und die Szene in John Wick ist krass. Die Szene in The Villainess ist noch krasser. Also die sind unglaublich schnell, die verschiedenen Stunt-Leute auf den Motorrädern geben sich die Kamera, nehmen die dann und so und filmen dann die anderen damit. Kompletter Wahnsinn. Es gibt an einer Stelle geht die Kamera unter einem Motorrad durch und ich weiß bis heute nicht, wie zur Hölle die das gemacht haben. Und das ist echt einfach unglaublich. Und da siehst du halt, also wie ernst die ihre Actionfilme nehmen bei John Wick, dass sie sind so, hey, wo können wir Inspiration herziehen? Ja, südkoreanische Action-Thriller offensichtlich. Indonesische Action-Mafia-Thriller. Und der dritte Film, den ich dann für die John Wick-Diät empfehlen würde. Wie heißt das? Ach, fuck. Brotherhood of the Wolf. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er auf Deutsch oder auf Französisch eigentlich auch müsste eigentlich heißen. Heißt aber, das ist ein Fantasy nicht, aber naja, also es ist halt ein Kostümfilm, spielt im, ich glaube, 17. Jahrhundert oder so in Frankreich, ist ein französischer Kostüm-Action-Film und das ist auch ein ganz interessanter Film und der Typ, der in John Wick 3 den Hauptbösewicht spielt, ist in der Rolle so ein Sidekick da, wo er auch seine Martial Arts Künste spielen lassen kann. Und das war so eine von seinen letzten richtig großen Rollen, habe ich so das Gefühl.
Danach war das so Direct-to-Video-Zeug und so. Und wenn man John Wick guckt, kann man ihm so richtig in jeder Szene ansehen, wie viel Spaß er daran hat, in diesem Film zu sein. Und man kriegt so richtig das Gefühl, das ist so ein richtiger, der fühlt sich so richtig, wenn man auch in Interviews mit ihm liest, der fühlt sich so richtig an wie so ein Typ. Der hat das total drauf, der verdient es total, Erfolg zu haben und so, aber es hat halt irgendwie noch nicht so ganz geklappt für ihn. Und ich hoffe jetzt, dass halt durch John Wick er auf jeden Fall nochmal mehr Gelegenheiten kriegt, weil der Typ ist total cool. Der ist total cool, der hat krasse Skills. Also im Film ist es ja, im Film kommt er nach den Typen aus The Raid und ich habe so gedacht, oh Gott, wie soll er das denn noch toppen? Und der Typ, ne, der spielt auf dem Level mit und ich habe so gedacht, das ist der Hammer. Und deswegen unbedingt den auch sich mal gönnen. Dann der nächste Film, den man auch, der ist auf Netflix. Netflix, ja. Den habe ich letztens gesehen, fand ich total toll. Colossal. Ein Film mit Anne Hathaway, in dem es, ich will gar nicht zu viel verraten, aber es ist ein Film, in dem Anne Hathaway in ihre Heimatstadt zurückkehrt, um irgendwie mit ihrem Alkoholismus klarzukommen. Und in Südkorea ist ein Riesenmonster, das Seoul zerstört. Und irgendwie ist das verbunden. Und der Film ist total gut. Ich hatte das, also ich habe immer gehört, dass der gut ist, war mir aber nicht so sicher, was ich erwarten soll. Und dann habe ich ihn geguckt und der ist richtig beeindruckend. Also ich finde es richtig toll, was in letzter Zeit sich so Filmemacher ausgedacht haben, so was man mit so CGI und so Riesenmonstern und alles sagen kann. Weil ich liebe ja so einen Monsterfilm. Ich freue mich unglaublich auf Godzilla nächste Woche. Aber es ist halt auch cool, dass so ein Monster für so Sachen wie Sucht und Alkoholismus irgendwie eingesetzt werden kann. Genau in welchem Weg will ich jetzt gar nicht so sagen, aber das hat mich so erinnert an hier, wo ist er denn? Ich finde es gerade nicht, aber an den Film mit Liam Neeson, wo der so ein Baummonster spielt. Fuck, wo habe ich den jetzt? Das wird alles nicht rausgeschnitten. No editing, no editing. Mir fällt der Name gerade nicht ein, das hätte ich mal vorher mir überlegen sollen. Da! Hier. 7 Minuten nach Mitternacht. Auch ein großartiger Film, würde ich auch jedem empfehlen. Ist nur, glaube ich, gerade nicht auf Netflix. Aber Colossal ist und deswegen gönnt euch den. Und das ist ja auch so einer, wo so ein Riesenmonster für mehr eingesetzt wird als nur Action-Spektakel. Und das finde ich echt toll. Das ist so, das ist die Art von Kreativität, die ich mag. Und der letzte Film, da werde ich jetzt ein bisschen politisch. Gestern waren ja Europawahlen. Und ich meine, so die deutschen Ergebnisse finde ich ja ganz okay. Also klar, so mehr für die AfD will man nicht. Aber naja, es ist im Rahmen. Wenn man dann in die anderen Länder guckt, ist es schon ganz schön deprimierend. Und dann komme ich jetzt nämlich zu dem. Einer meiner Lieblingsfilme, About Time, Leute, gönnt euch den. Alles eine Frage der Zeit auf Deutsch. Das ist für mich der Film, wenn ich irgendwie so denke, so, ach, irgendwie ist alles scheiße. Das habe ich, dann gucke ich diesen Film. Das habe ich gemacht, als Donald Trump gewählt wurde. Und immer, wenn es richtig kacke ist, weil dieser Film einfach, das ist so ein Film, der erinnert einen daran, so, auch wenn es kacke ist, man muss sich nur gegenseitig lieb haben und das einem auch zeigen und dann kommt man da schon irgendwie durch. Das gibt einem dann die Kraft, weiterzumachen. Und das dafür ist About Time perfekt. Also, auch der ist, glaube ich, auf Netflix. Also, gönnt euch den. Und das sind meine Recommendations. Und jetzt dann demnächst habe ich sicher viel über Filme, die ich im Kino gucke, zu sagen. Also, ich meine, ich habe ja jetzt indirekt schon über John Wick mich gefreut. Der ist großartig. Heute Abend gehe ich in Aladdin. Mal schauen. Und dann, jetzt kommt ja ein Haufen Zeug, worauf ich kaum warten kann. Und Rocket Man und so. Ja, ich habe Bock, darüber zu reden. Und jetzt noch kommt noch eins zu Game of Thrones und dann sind wir damit nämlich auch fertig.